Jo Leute, ihr habt es euch gewünscht und heute kommt es. 5 Pro Shortcuts auf 200 CCM. Auch auf 200 CCM habe ich natürlich Shortcuts rausgesucht mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Also lasst uns mit der leichtesten anfangen. Und by the way, wenn ihr einen weiteren Part auf 200 CCM sehen möchtet, lasst doch gerne ein Like da und ein Kommentar für den Algorithmus. Und abonniert natürlich den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt, let's go! Der erste Shortcut ist auf der Strecke Große Drachenmauer. Einen ähnlichen Cut habe ich damals schon auf 150 CCM erklärt, allerdings ist dieser deutlich einfacher. Wenn ihr aus dem Drachen rausfahrt, setzt ihr schon davor einen Drift an, sodass ihr spätestens kurz vor der Grasrampe einen Super Mini Turbo kriegt. Den löst ihr dann kurz vorm Abgrund auf. Das genaue Timing ist dabei nicht so entscheidend, aber ihr müsst kurz vor dem Abgrund einen Sprung machen. Ihr macht dann einfach einen Trick auf der Rampe und setzt direkt nach dem Landen einen Rechtsdrift an, sodass ihr direkt an der Bande entlang driftet. Dann kommt an sich der schwierigste Part, aber der ist immer noch machbar. Ihr driftet ein kleines Stück noch mit dem Softdrift weiter und löst ihn dann auf, sodass ihr möglichst nicht gegen die Wand stoßt. Notfalls kann man auch immer noch abbremsen, da auch abbremsen deutlich schneller ist, als gegen die Wand zu bumpen. Der Shortcut erfordert an sich nicht wirklich viel Timing und ist recht sicher, da man an sich nirgendwo runterfallen kann, da der zweite Cut ohne jegliche Boost genommen wird. Lohnt sich denn der Shortcut? Auf jeden Fall, denn man würde ca. 1,5 Sekunden sparen. Und ein Item verpasst man zusätzlich auch nicht. Der zweite Shortcut gab es auch schon auf 150 CCM, und zwar ist es der unter dem Wasserfall entlang auf Yoshis Piste. Am Anfang driftet ihr ganz normal nach rechts und haltet den Drift möglichst so lange, dass ihr einen Super Mini Turbo rauskriegt. Den löst ihr dann ungefähr auf dieser Höhe ein und setzt dann einen Linksdrift ein. Hier könnt ihr auch ruhig so eng fahren, wie ich es tue, da ihr somit auch nochmal ein bisschen Strecke wegkattet. Dann löst ihr, sobald ihr auf der Strecke seid, wieder den Mini-Turbo auf und driftet nach rechts und visiert am besten den höchsten Punkt an. Driftet dann drauf zu und sobald ihr im Vorsprung seid, löst ihr den Drift auf und macht einen Stunt. Und schon habt ihr es geschafft. Wenn ihr den Cut üben solltet, versucht ihn am besten erstmal mit 10 Coins, da er so wesentlich einfacher ist. Allerdings ist er auch mit 0 Coins ganz gut möglich. Aber auch dieser Cut ist wieder auf 200 CCM deutlich leichter. Aber lohnt er sich denn? Und ja, er lohnt sich richtig. Ich glaube sogar, dass es ein neuer Rekord ist. Und zwar spart ihr ca. 3 Sekunden. Und zudem verpasst ihr auch kein Item bei dieser Shortcut. Der nächste Shortcut ist auf Vulkangrollen. Und für diesen Shortcut benötigt ihr auch einen Pilz. Ihr fahrt erstmal ganz normal in den Vulkan rein. Und dann setzt ihr einen Rechtsdrift an. Ihr steuert dann so auf die Gesteinsfläche zu, sodass ihr einen ganz kleinen Teil wegcuttet. Ihr setzt dann den Pilz kurz davor ein und lenkt einfach die ganze Zeit nach links, sodass ihr einen möglichst weiten Drift macht. Kurz bevor ihr aufgekommen seid, löst ihr dann den Drift auf und bremst etwas ab, sodass ihr bei einer Landung zu weit links nicht in die Lava fallt. Und schon habt ihr die Shortcut geschafft. An sich ist es nur schwierig, nach dem Cut auf der Fahrbahn zu bleiben und der eigentliche Cut benötigt an sich nur einen weiten Drift. Aber lohnt sich denn der Shortcut? Natürlich lohnt er sich. Und zwar spart ihr ca. eine Sekunde und ein Item verpasst ihr zusätzlicherweise auch nicht. Der nächste Shortcut ist auf Big Blue. Und zwar nehmt ihr in der zweiten Runde die obere Fahrbahn und setzt kurz vor Ende der Bande einen Rechtsdrift an, sodass ihr knapp hinter der Bande die Fahrbahn verlasst. Ihr driftet dann durch den Boostring und möglichst eng an der Wand entlang. Wichtig ist allerdings, dass ihr dort nicht zu eng entlang driftet, da ihr sonst gegen genau dieses Geländer stößt. Deshalb immer darauf achten, dass ihr weiter soft driftet, aber sobald ihr zu eng werdet, den Drift etwas erweitern, sodass ihr kurz vor der Bande wieder aufkommt. Dann solltet ihr auch einen Ultra-Mini-Turbo haben und habt die Shortcut erfolgreich geschafft. Und lohnt sich denn die Shortcut? Und wenn ich gerade eben meinte, dass wir einen neuen Rekord aufgestellt haben, dann muss ich mich jetzt nochmal korrigieren. Denn hier spart man ca. 3,3 Sekunden. Dazu muss man natürlich sagen, dass man hier auch ein Item verpasst, aber auf den vorderen Plätzen ist die Shortcut auf jeden Fall immer noch sehr, sehr strong. Letzte und somit schwierigste Shortcut ist auf der Strecke Steinblock-Ruine. Und zwar gegen Ende. Ihr setzt schon bei der Linkskurve einen Linksdrift an, den ihr bis zur Rampe durchhaltet. Erst auf der Rampe löst ihr dann den Super Mini Turbo auf und macht einen Trick. Dann geht ihr in den Gleiter und macht wieder einen Trick. Ihr haltet den Gleiter recht stark nach unten, sodass ihr auf der Rampe direkt wieder einen Trick machen könnt, ohne dabei den Gleiter zu verlassen. Dann zieht ihr den Gleiter wieder nach oben und lenkt weiter nach links, sodass ihr neben dem Ziel entlang fliegt. Dann löst ihr auf Höhe des Ziels euren Pilz ein und bekommt somit einen Boost, der euch bis hinter diese Steine fliegen lässt. Danach müsst ihr einfach noch ein paar Mal hoppen und ihr seid wieder zurück auf der Strecke. Der Shortcut ist recht stylisch, da man wieder out of map ist. Aber die Shortcut ist auch sehr, sehr schwierig, da man das Timing mit dem Pilz drauf haben muss und wenn man das verkackt, verliert man sehr, sehr viel Zeit. Lohnt sich denn der Shortcut? Von allen, die ich heute vorgestellt habe, ist das wohl der schwierigste Shortcut. Aber auch gleichzeitig der sich am wenigsten lohnt, denn ihr würdet ca. nur 0,7 Sekunden sparen und ihr verpasst zusätzlich auch noch ein Single-Item. Und ihr braucht natürlich auch einen Pilz für den Cut. So, das waren jetzt alle 5 Shortcuts und wenn ihr einen weiteren Teil haben wollt, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und haut rein!